Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity weiter mit Spawny und Phil. Hallo. So, und wir waren letztes Mal nicht bei Phil in der Stadt. Und deswegen gehen wir diese Folge zu Phil. Ich kann es natürlich auch so machen, in jeder Folge eine andere Stadt besuchen. So kann ich es in dem Sinne auch machen. Aber schreibt es in die Kommentare. Ach nein, ich lösche ja alle Kommentare. Ach, stimmt ja. Lohnt sich nicht, Leute. Hört auf, Kommentare zu schreiben. Ich lösche sie ja angeblich alle. So. Phil hat... Wie fangen wir denn an? Wo ist die Einfahrt? Da ist die Einfahrt. So, Phil hat hier einen Megaturm gebaut. Den ersten kleinen Megaturm. Dann hat er hier schon den Elite-Megaturm gebaut. Seine Ölfelder hat er abgerissen, wie ich es gerade sehe. Ja. Und... Hat auch noch kein Omega gebaut? Nö, noch nicht. Nö, noch Werde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Okay. Hat auch eine Wasserpumpe gebaut, hat schon eine Kläranlage gebaut, hat Bürgermeisterhaus. Ja, also ein Schnickschnack, Leute, halt, ne? So großartig erzählen. Hat auch Ölkraftwerk in dem Sinne. Phil? Du musst bei deinem Ölkraftwerk lokale Rohöllieferung anmachen, weltweite. Sonst kriegst du Öl. Gut, das hätte ich sonst vergessen. Ja, sehr schön. Ah, habe ich dich wieder den Arsch gerettet, habe ich dir. Arsch gerettet. Ja, er hat auch schon dieses progressive Sexbüro. hat die Akademie... Kostet nichts, ne? Nö, hat die Akademie schon gebaut. Für und erforscht schon Akademiestufe 2. Also Phil ist derjenige, der in der Akademie in dem Sinne erforscht und ich erforsche in der Uni gleich für Andy. Also wir versuchen uns untereinander zu helfen, auch wenn wir nicht in einer Region sind oder in einem Viertel, ja, sagen wir es mal Viertel dazu, aber wir versuchen trotzdem gegenseitig die Updates zu erledigen, weil es ja Blödsinn, wenn einer alles macht. So, dieses Progressive hat nämlich Andi gerade gesagt, das kostet kein Geld. Deswegen sollte ich das vielleicht mal bauen, ich blöd, Mann. So. Haben wir. So. So haben wir nämlich das auch schon mal gebaut. Heilige Mama Maria, da gehen ja gleich die ganzen Smileys hier durch die Stadt. So, dann bin ich mal gespannt, wie die Bildung jetzt geht, Andi, bei den Leuten. Jo. Erhöhen Sie die Dichte zu wenig Platz? Wieso reicht denn der Platz nicht? Hä? Der Platz soll nicht reichen? Das kann ich mir jetzt aber gerade nicht vorstellen. Wartet mal. Das nehmen wir mal weg. Das reicht doch. Das geht doch genau an die Grenze. Das hat das sonst auch gereicht. Hier reicht es ja auch. Ist die Straße schief? Oh ja. Na, klasse, Ingo. Ich habe wieder einen auf dem Auge gehabt, Andi. Ja. Ja. Hab mal wieder schief gebaut. Ja, wir haben 49.000. Wir werden die Universität etwas vergrößern. Guck, so langsam kommt das Wasser. Ja? Jetzt wurde sie vergrößert hat, geht es nämlich schneller, ne? Ah, schön. Aber ich muss trotzdem noch ein bisschen warten. Ja, sonst musst du die Pumpstation bauen mit, die keinen Dreck an, also die den Dreck filtern. Dreck ist er ja nicht. Was? Da ist ja kein Dreck. Ja, aber wenn da wenig Wasser drin ist, dann kannst du eher eine Pumpstation bauen, die nur, die das Dreck rausfiltert. Dann saugst du immer sauberes Wasser an. Weil wenn da zu wenig Wasser drin ist, saugst du auch gleich Dreck an. Das ist ganz komisch. So, komm. Lass die Universität updaten, Leute. Das wäre nämlich richtig nice. Und unseren Tunnel müssen wir auch noch bauen. Und wir können gleich die nächsten Kredite zurückzahlen. Man darf ja auch nicht vergessen, ich gebe 2000 die Stunde alleine für Kredite aus. Also ich hätte eigentlich einen Verdienst von 4000. Ja.
Und deswegen gehen wir jetzt erstmal bei Leute und zahlen die jetzt erstmal zurück. Dass wir hier mal ein bisschen den Verdienst nach oben kriegen in einer Stunde. Hier muss auf jeden Fall der Tunnel so langsam hin, sonst kriegen wir nämlich wirklich arge Probleme. Weil die ganzen Leute jetzt hier unten langfahren wollen und das war nicht so geplant. Da habe ich jetzt zu lange mit rumgeafft. Hier brauchen wir unbedingt Transporter. Und bringt gerade hier den Kram nicht weg, Leute. Gucken, ob der gleich rausfährt. Das kann man ja richtig sehen. Wenn der gleich rausfährt, dann wird er gleich da beladen. Und das Pulverwasser. Und noch ein bisschen. Nun komm, fahr raus. Ja, jetzt fährt er raus. Wird beladen. Zack, 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 zack. Und schon läuft die ganze Kacke wieder. Sehr schön. Gut. Das hätten wir. Ja, 3000 jetzt die Stunde. Das geht eigentlich. Das geht. Dass ich eine Universität gebaut habe und die 2100 die Stunde kostet. Oh. Ist das eigentlich schon vollkommen okay. Bildung. Oh, ich bin fast bei zwei Hüte. Oder ich bin jetzt im zweiten Hut. Ist schon gar nicht schlecht. Phil ist leise. Phil, du musst die Hand wirklich aus der Hose nehmen, wenn du mitmachst. Weil du bist so leise dann. Ei, wer ich denn da? Ja, da sind die Tennisbälle. Na, mein Kleiner, was machst du denn? Papa, halt's Maul, ich spiel Taschenbillard. Jo. Oh, es gibt mir das Wasser. Tick, tick. Hauptsache in der Innenstadt ist alles dunkelblau. Ja, bei mir hat sich aber auch noch nichts getan, ne? Also wohl bemerkt, bei mir liegt es auch noch genauso, wie es am Anfang war. Mhm. Es dauert halt wirklich arschlange, bis du das da hinbekommst. Aber gut, was soll's. Okay. So Leute, ich sollte... Na gut, ich will jetzt wirklich warten, wenn wir die 1000 schaffen, was wir auf jeden Fall schaffen. Wir haben jetzt 800 Klassenzimmer. Der Raum ist jetzt voll. Gleich um 9 Uhr können die nächsten kommen. Dann haben wir die 1000 und dann können wir für Andi anfangen zu erforschen. Was ja sehr nice ist, wenn er dann da auf Strom gehen könnte. So könnte er auch verschiedene Sachen sehen. Muss man auch mal dazu sagen. So, komm. Mach das Ding voll. 900 habe ich drin. Was? Klatsch das Ding voll. Und 980. 987. Jetzt sag nicht, so wie in der letzten Stadt, wo ich die scheiß letztes Update nicht geschafft habe. Hallo. 993 updaten. Bingo. So, jetzt muss ich gucken, welches ich bauen muss. Ich muss die Naturwissenschaftsuni bauen. Okay, Naturwissenschaftsuni. Ingenieur, Justiz, Medizin, Naturwissenschaftsuni. Oh, 40.000. Die habe ich schon mal gebaut. Und die Forschung kostet nochmal 62.000 an die. Also es dauert noch ein bisschen. Ja, das sowieso, ne? Ja, gehört halt dazu, ne? Halt ganz normal. Richtig. So, wir nehmen uns aber nochmal einen neuen Kredit auf. Weil mir dauert das alles gerade ein bisschen zu lange. So. Andi, seine Forschung werden wir jetzt starten. Das ist fertig. Also es ist noch nicht fertig, aber es wird erforscht. So. Gesundheit. Für die Solarenergie, sagst du jetzt, ne? Solarenergie, genau. Oder Windrad. Nein, Solar. So wie du gesagt hast. Jo. Ja, Leute, wir kriegen da kein Wasser raus. Das bringt uns noch gar nichts, das Wasserding zu bauen. Doch, ich werde es bauen. So. Und werde es schließen. Und dann werden wir hier nochmal so einen Wasserturm bauen. Am besten gleich mehrere. 1, 2, 3. So,
drei neue Wassertürme gebaut. Das sollte dann erstmal wieder ausreichen, um die Leute zufriedenzustellen. So. Hier ist auch wieder alles voll. Wir brauchen unbedingt mehr LKWs. So, Leute. Dann ist die nämlich jetzt auch voll ausgebaut. Sehr schön. Was wird denn als nächstes haben in der Akademie? Phil, hau einfach alles durch. Okay. Ja, wir haben ja jetzt hier keinen Stress oder so, dass wir jetzt unbedingt das brauchen. Ja. Ah, jetzt. Und später könntest du mal noch die Atomreaktoren erforschen. Ja. Das hört sich noch eine gute Idee an, ja. Ja, dafür brauchst du aber einigermaßen schlaue Menschen. Also wir drei dürften da drin nicht arbeiten. Sowieso nicht. Schule, drei Hüte. Ja, sehr nice. Das muss tiefer. So. Wo ist denn meine Grundschule da? Die ist immer noch voll. Sehr schön, Leute. So, da hätten wir den ersten Teil unseres Tunnels erledigt. Jetzt würde ich aber überlegen, ziehen wir jetzt so die Straße? Ja, machen wir. So. Jetzt haben wir den ersten Tunnel fertig. Jetzt erhoffe ich mir, dass wir dadurch wirklich den Verkehr hier erleichtern. Ja, wissen können wir es nicht. Und dann hauen wir hier nochmal eine Straße rein. So, probieren geht über studieren. Ja, der Tunnel wird voll genutzt. Das ist das, was ich wollte. Sehr schön. Jetzt fahren nämlich die Leute von oben runter in die Industriestadt und die hier unten wohnen neben den kurzen Weg. Und so sollten wir eigentlich beide Sachen entlasten. So, entlasten. Oh, da ist das TS down. Oder mein Internet? Nö. TS. TS ist down. Mein Internet geht. Ich schreibe mal gerade den Andi an hier. Ob bei ihm das TS geht. Mal gucken, was er sagt, Leute. Wir machen auf jeden Fall hier weiter. Gucken mal, was Sache ist. So, wir haben auf jeden Fall jetzt die Universität gebaut. Das wird erforscht für Andi. In dem Sinne, dass er das auch fertig bekommt. Wir könnten natürlich die jetzt noch vergrößern, aber das bringt ja erstmal nichts. Oh, da sind sie wieder. Da bist du ja wieder. Hatte nur ich einen DC? Ja. Aber mein Internet war nicht tot. Dann wäre ich ja auch aus dem Spiel rausgeflogen. Ja. Komisch. Oh. Naja, auf jeden Fall weg. Kack, egal. Es geht ja wieder. Ja gut, ich hatte dir nämlich gerade geschrieben über WhatsApp. Gut, die zwei Trümmer haben wir auch abgerissen. So, wir haben anscheinend irgendwie immer noch Arbeitslose oder irgendein anderes Problem. Ne, wir haben überall offene Stellen. Ja, dann dürfte es doch gar keine Obdachlose geben. Ich habe nämlich Obdachlose. Jo. Mal wieder. Oh, ja. Oh, wer hat mir den nicht gegönnt? Von euch beiden, hä? Ich. Ja, siehst du, der mit der Hand in der Hose. Ist ja wieder logisch. So, mein Tunnel läuft. Ey, leck mich am Arsch, Alter. Das funktioniert wirklich, Leute. Der Plan ist voll aufgegangen. Ja. Müssten wir noch einen hier oben bauen, eigentlich. Ja, dann würden wir beide Seiten entlasten. Aber dann müssten wir den Handelsplatz nochmal umbauen. Was wir jetzt mal gerade machen werden. Abreißen. So. Ja. Mein Plan ist jetzt erstmal... Ne, wir müssen jetzt erstmal einen neuen Handelsplatz bauen. Handelsplatz, den könnten wir aber auch...
Wir bauen den dahin. Da stört er uns auf gar keinen Fall. Kohle brauchte ich. Kohle, Kohle. Kohlelager. So. Weil wir haben das Ding ja eh nicht großartig geupdatet gehabt. Also mit LKWs dran etc. Also können wir den jetzt lieber abbauen, bevor wir das später machen. Wodan haben wir keine Probleme. So, Export. Fertig. So. Aber Feuerwehr hat ein Problem. Feuerwehr hat immer ein Problem. Was ich daran, weil ich da oben ein Stück Straße habe. So, wie sieht's bei euch aus? Erzählt was. Ja, bei mir sieht's ganz gut aus. Ich habe gerade meinen ersten Megaton gebaut. Sehr schön. Verdiene 11.200 die Stunde, habe 55.000 Mitarbeiter und habe noch 466.000 Simlions. Okay, Phil, wie sieht's bei dir aus? Ich bin jetzt bald drüber, für euch hier erstmal die Kontrollnet-Anlage zu erforschen. No? Ja. Fang dann halt an, meine 2 Megatürme fertig zu bauen. 1,7 Millionen, 16.000 Stunde und 117.000 Einwohner. Donnerwetter, das ist aber schon eine Ansage. Ja. So, ich habe gerade meinen zweiten Tunnel gebaut. Ich habe jetzt links und rechts Tunnel gebaut, um die anderen Straßen zu entlasten. Ja, um meine Industrie explodiert natürlich jetzt ohne Ende. Ja. Ja gut, kann ich aber mit leben, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist jetzt wieder so eine Zeit, wo die Dinger immer wieder explodieren und irgendwann ist das Problem beseitigt. Fertig. Also 10% deiner Sonnenkraftwerke habe ich erforscht, schon. Ja guck, das ist auch gut. Ja, das war vorhin erstmal mit angefangen sind, finde ich, ist es eigentlich ganz okay. Ja, und ich habe gerade so ein kleines Stauproblem. Aber, noch im Grünen. Also wenn ich nachher Straßenbahn baue oder Schwebebahn oder Busse, könnte ich auch mal bauen. Dann wäre das Problem, glaube ich, schon wieder gut beseitigt. Ja. Gut, damit sagen wir wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.